Ja, und jetzt wird's sportlich bei uns. Wir schauen auf Erling Haaland, der Stürmerstar bei Borussia Dortmund. In 71 Spielen hat er für den BVB unfassbare 72 Tore geschossen. Kaum ein Spieler ist auf dem Transfermarkt momentan so gefragt. Ja, zahlreiche internationale Topclubs jagen Haaland und bieten horrende Summen für den Knipser. Aber nicht nur Vereine sind scharf auf den 21-jährigen Norweger. USA gegen Deutschland, Beaverton gegen Herzogenaurach, Swoosh gegen Tier, Nike gegen Puma. Die Sponsorenschlacht um ihn hat begonnen. Tormaschine, Mentalitätsmonster, Fanliebling und doch so bodenständig. Erling, kannst du bitte die Karte unterschreiben? Erling, können wir ein Foto machen? Welche Marke darf sich in Zukunft an seinen Körper schmiegen? Sowohl Puma als auch Nike würden die norwegische Naturgewalt gerne als Werbegesicht und Aushängeschild unter Vertrag nehmen. Seinen ersten Ausrüstervertrag hatte Haaland noch zu Salzburger Zeiten mit Nike abgeschlossen, für nur rund 1 Million. Da kann man sich nur ins Fäustchen lachen. Jetzt gibt es für ihn aber die Möglichkeit, den Sponsor zu wechseln. Puma wittert da seine Chance. Finanziell wäre für Haaland beides ein Volltreffer, denn ihm winken einige Millionchen. So viel? Sogar noch mehr. Bis zu 50 Millionen stehen im Raum, verteilt über 5 Jahre. Fest steht, der 21-Jährige mag es tierisch. Blöd nur, dass Puma kein Löwe ist. Da muss er wohl nochmal ganz tief in sich gehen. Egal ob Nike oder Puma, frieren oder gar auf den Feldern arbeiten, das muss Erling Haaland vermutlich auch in Zukunft nicht. Ja, egal wo er unterschreibt, das muss er dann bestimmt nicht mehr machen in seinem Leben. Und der stellvertretende Sportchef von Bild NRW, Joachim Schut, ist uns jetzt zugeschaltet. Joachim, 50 Millionen Euro für Erling Haaland. Ist er das überhaupt wert? Ja, erstmal guten Morgen nach Berlin. Das ist eine gute Frage. Das sind Summen, die sind ja für den Normalbürger eigentlich unvorstellbar. Aber wenn er es nicht wert wäre, sagen wir es mal so, würden sich wahrscheinlich die Firmen auch nicht darum reißen um ihn. Er ist halt der zukünftige Fußballstar auf dem besten Weg, ein absoluter Weltstar zu werden. Ihr habt selber schon gesagt, alle europäischen Topclubs reißen sich um ihn. Und ich glaube schon, dass sich solche Konzerne dann auch Gedanken machen, rentiert er sich für uns oder nicht. Und ich tippe mal, dass er tatsächlich dieses Geld dann auch wert sein wird. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Haaland überlegt, von Nike wegzugehen und sich Puma anzuschließen? Naja, das hängt sicherlich auch mit seinem familiären Verhältnis zusammen. Björn Gulden, das ist der Puma-Chef, ist ein guter Freund der Familie, ist bei vielen Dortmunder Spielen dabei, sitzt dann zusammen mit Papa Alf Inge in der Loge, in der Puma-Loge, in der Signal Iduna Arena. Und halt über diesen Weg gibt es natürlich auch eine enge Verbindung. Und klar ist Puma dann sicherlich eine ganz große Nummer für ihn. Wer wird jetzt am Ende das Rennen machen? Wer nimmt ihn unter Vertrag? Nike oder doch Puma? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube fast, dass es Puma sein wird. Hinzu kommt auch, dass Borussia Dortmund selber auch einen Vertrag mit Puma hat, über 250 Millionen. Der läuft noch bis 2028. Und auch Borussia Dortmund wird ihn vielleicht ein bisschen in die Richtung drängen, auch in der Hoffnung, dass er dann vielleicht selber auch den Dortmundern erhalten bleibt, über diese Schiene Puma, über den gleichen Sponsor. Also ich befürchte oder glaube, was heißt befürchten, das ist eigentlich nicht mein Ding, aber ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich am Ende Puma sein wird. Wir sind gespannt, wie es am Ende ausgeht. Dankeschön für den Moment. Alles klar. Ja, und darüber wollen wir auch sprechen mit Bildsport-Vize Kali Unterberg. Kali, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Morgen. Euch immer gerne, dann kann der Tag gar nicht früh genug Wir haben gehen. Dich auch gerne hier. Vielen Dank. Glaubst du auch, dass dann letztendlich Puma das Rennen machen wird? Die sind ganz gut da vorne im Rennen. Also Nike hat natürlich allgemein auf der Welt eine größere Strahlkraft noch als Puma. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Krallen des Pumas beim Erling Braut Haaland greifen werden. Und ist die Summe denn gerechtfertigt? 50 Millionen für einen verletzten Spieler? Ja, das ist ja im Verhältnis zu vielen anderen großen Sportlern gar nicht so wahnsinnig viel. Auf 5 Jahre gestreckt 10 Millionen. Für einen 21-Jährigen sehr wohl. Man muss aber sagen, der Typ ist 21, der wird noch andere Verträge abschließen. Also das ist erst der Anfang einer großen Ausrüsterkarriere für Erling Braut Haaland. Und für Puma und oder Nike, egal wer den Zuschlag bekommt, sind das auf jeden Fall Summen, die klingen für uns verrückt, sind aber für die Firmen total sinnvoll und total logisch, weil es gibt kein besseres Marketing
als einen großen Weltstar unter Vertrag zu haben. Das heißt, das wäre für Nike bzw. für Puma der größte Coup, wenn sie ihn jetzt sozusagen unter Vertrag nehmen könnten? Der größte in der Geschichte der Marken sicherlich nicht, aber es wäre ein ganz wichtiger Coup, ein Scoop. Weil Haaland halt, also da lege ich mich fest, der wird irgendwann Weltfußballer. Allerdings eine Sache muss man dabei immer bedenken, er wird einen Nachteil haben. Er ist Norweger, also mit Norwegen eine große WM spielen, das ist, glaube ich, ausgeschlossen. Aber auf Vereinsebene wird der Junge tatsächlich alles wegbomben, was man nur wegbomben kann. Und insofern ist das... Obwohl großartig. Er ja gerade auch verletzt ist, ne? Ja, das haben Spitzensportler ja hin und wieder mal an sich. Das passiert, dass man auch mal verletzt ausfällt. Aber egal, wenn der zurückkommt, schießt der Tore ohne Ende. Und wenn man einen Blick in die Historie wirft, weiß man auch, was es bringt, wenn ein Hersteller einen Superstar unter Vertrag nimmt. Michael Jordan 1984, ich weiß nicht, ob ihr noch die Marke Reebok kennt. Die Na klar, die hatten, ich habe noch ein paar zu Hause. Die hatten so tolle Sachen, die Reebok Pump hatte ich als Jugendlicher auch. Die hatten eigentlich Einigung mit Michael Jordan erzielt. Und dann kam Nike um die Ecke, damals 1984. Und die waren fast Konkurs, Nike. Und haben dann aber Michael Jordan unter Vertrag genommen. Und nur mit diesem Air Jordan Schuh hat sich Nike eigentlich gesund gestoßen. Machen heute einen Umsatz von knapp 40 Milliarden US-Dollar. Also, und da hat Michael Jordan tatsächlich absolut den fast einzigen Anteil dran, dass Nike so groß geworden ist. Ein Sportler, eine Weltmarke daraus gemacht. Schauen wir mal, ob es dann auch bald den Haaland-Schuh gibt irgendwie in irgendeiner möglicherweise Form. Möglicherweise, ja? Der müsste auf jeden Fall, glaube ich, sehr groß sein. Also bei den, aber das sind die Basketballschuhe ja auch. Aber ich habe was, wenn ihr Lust habt, ich habe was Kleines vorbereitet. Gerne, ja, weil ich wollte ihn auch noch fragen, wie wichtig sind denn solche Einzelsportler für diese großen Marken? Ja, vielleicht kannst du uns mal was zeigen. Ich kann auf jeden Fall mal große Deals sagen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, da gehen wir mal an unsere berühmte Magic Ball. Gerne, Man auch an einem, was haben wir denn heute überhaupt? Mittwochmorgen durchaus mal machen. Und wir zeigen mal exemplarisch Einzelsportler mit großen Werbeverträgen, mit Ausrüstern. Und da fangen wir an mit Usain Bolt. Der hat zu seiner aktiven Zeit, aber auch im Nachgang noch, einen Vertrag mit Puma. Über Puma haben wir ja gerade gesprochen. Herzogenaurach sind sie ansässig. 9 Millionen kassiert Usain Bolt, der achtfache Olympiasieger und schnellste Mann der Welt. Besonders an dem Deal ist, Usain Bolt, den sieht man eigentlich oder sah man zu seiner aktiven Zeit nur alle 4 Jahre bei den Olympischen Spielen, weil mit Verlaub, liebe Leichtathleten da draußen, aber was zwischen den 4 Jahren passiert, ist dann eigentlich immer gar nicht so wahnsinnig wichtig. Aber bei Olympia kriegt so einen dicken, fetten Vertrag. Lionel Messi, jetzt muss ich hier wieder, das ist ja immer was. Lionel Messi, entschuldigen Sie, wie geht denn das hier? So machen wir das. Da, Lionel Messi, La Pulga, der Flo, der hat aber ganz großes Konto bei Nike. 10 Millionen im Jahr kassiert der argentinische Superstar, 7-malige Weltfußballer. Allerdings, und das ist das Entscheidende, seine Kinder und, wenn sie irgendwann kommen, die Enkelkinder, die haben sehr, sehr viel Spaß an diesem Deal, denn der gilt ein Leben lang. Leben lang, solange Lionel Messi auf unserem wunderbaren Planeten ist, kassiert er 10 Millionen im Jahr. Also, da kann man sich mal vorstellen, was da warum geht. Kevin Durant, einer der größten Basketballer in der NBA, kriegt 270 Mio auf 10 Jahre verteilt. Also 27 Millionen Dollar pro Jahr für Kevin Durant, Basketballer in Brooklyn. Und da geht mir das Herz mal ein bisschen auf. Roger Federer, ja, der hat auch einen ganz speziellen Deal. Früher ja auch lange bei Nike gewesen, jetzt bei Uniqlo. Japanische Marke. Ah, das ist natürlich schlecht, wenn man das da nicht drauf erkennt. Dann schreibe ich das hier drauf. 270 Millionen, auch für 10 Jahre. Da aber ganz besonders, den Deal hat er erst vor 2 Jahren abgeschlossen. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Karriere bald zu Ende ist. Aber egal, ob er spielt oder nicht, die Kohle kriegt er trotzdem. Ist als Werbefigur auch nach seiner aktiven Karriere bei Uniqlo. Und jetzt kommen wir, tam, tram, 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 tram. Welcome to the $1 Million Club. Diese drei Herrschaften, LeBron James, CR7 Cristiano Ronaldo und God himself Michael Jordan, his Ernest, über ihn hatten wir eben gesprochen. Diese Jungs kriegen die unvorstellbare Summe. Man kann es sich gar nicht groß genug aufschreiben. Da reicht der Platz fast gar nicht zu. Mit 9 Nullen. 1 Milliarde Dollar kriegen diese drei Jungs von Nike überwiesen bis an ihr Lebensende. 1 Milliarde Dollar. Ein Beispiel noch zu Michael Jordan. Der kriegt mit seinen Michael Air Jordan Schuhen, also den Air Jordan Schuhen, verdient er mehr im Jahr, als er in seiner gesamten Profikarriere als bester Basketballer der Welt jemals verdient hat. Also, wir sehen, gut Sport machen, gutes Gehalt beim Verein kriegen ist das eine. Richtig abkassieren bei den Ausrüstern lohnt sich noch mehr.